Willkommen zurück zu Homefront The Revolution, einer weiteren Folge. Und wir sind auf dem Weg, ja, ich sag mal, zum neuen Gebiet. Wir haben in den letzten Folgen, ja, so ein bisschen so, dass das Earlston so ein bisschen aufgeräumt. Und sind jetzt auf dem Weg, denke ich mal, ins neue Gebiet. Bin ich mal gespannt. Wir haben alle schreckliche Dinge gesehen. Ich bin mir sicher, jeder, der hier zuhört, hat Dinge gesehen, die er oder sie nie vergessen. Ja, die wir nie vergessen werden. Das stimmt. Das werden wir nie vergessen. So, dann reisen wir mal rüber. Und, ja, schauen wir mal. So, bei Sydney Cook, der Waffenspinden, kannst du neue Waffen, Ausrüstung und Upgrades kaufen. Ja, das wussten wir schon. Ist aber ein sehr netter Tipp. Und jetzt habe ich eine neue Aufnahmesession angefangen. Und hab vergessen, mir wieder was zu trinken zu holen. Das ist natürlich super. Denn wenn man so die ganze Zeit redet und redet, dann kriegt man immer so einen trockenen, ja, so ein Pappmaul, weißt du? Kennst du doch, so, weißt du? So, und das ist immer so, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist immer so nicht förderlich. Aber nun gut, ich denke mal, ich kriege das noch hin. Ich denke mal, dass wir da noch sehr viel Spaß haben werden. So. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht, was wir jetzt sagen, ob wieder eine neue Gameplay-Mechanik ins Spiel kommt. Weil beim letzten Mal hatten wir ja, in Earlston war es ja so gewesen, dass wir das Schleichen neu hatten, dass wir nicht gesehen werden. Ich bin gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt. Wir lassen uns mal überraschen. So. Hallo, meine Freunde. Schön, dass ihr noch reingeladen werdet. So, dann gucken wir mal. Ein paar Tagebücher wären schon geil, wenn wir die mal finden könnten. Ein paar neue. Achso, ich sollte mich vielleicht mal ducken, dann geht's auch. Weil ich so groß bin. Noch ein Ladebalken? Ja, noch ein Ladebalken. Ein Ladebildschirm. Unruheherde tauchen zufällig in den roten Zonen auf. Hilf den Widerstand und verdiene dir zusätzliche Belohnungen. Ja, stimmt, das sind diese Quests, die mal zufällig auftauchen. Davon hatten wir ja auch schon welche gemacht. Aber wie geil, dass wir schon zwei Gebiete geklärt haben. Das ist voll geil, das macht so viel Spaß. Dieses Gebiete freiräumen und so, das macht echt Laune. Wir haben jetzt erstmal, sag ich mal, gerade zwei Gebiete von der Riesenkarte da befreit. Und es kommt ja noch viel, viel mehr in Philadelphia. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir jetzt haben. Lass das vielleicht mal 20%, 30% vielleicht sein. Hey Brady, Perry hey. Sucht nach dir. Er und Dana sind in der Einsatzzentrale. Okay. Willst du gewinnen, musst du mit dem Tod rechnen. Da waren Schuhe im Mülleimer. Sollen wir dem jetzt folgen? Ich folge dem mal. Warte, ich will die Spinne noch eben. Freiraum. Hallo? Noch einen größeren Ausschnitt geht nicht. Immer so erschöpft. Ich bin kein Klärarschloch. Nicht mehr. Wir können das schaffen. Hey Brady, du hast die richtige Idee. Wir sollten jede Polizeistation in der Stadt niederbrennen. Mhm. Guck mal an, wer da ist. Ich glaube, wir wissen jetzt, wo sie ist. Eins noch. Was, wenn die ihn töten? Wie sollen wir die Revolution ohne Walker starten? Die Leute brauchen Helden, denen sie folgen können. Das liegt nicht an uns. Wir können nur weiterkämpfen. Ja. Hey, Brady, Kumpel. Komm her, komm her. Du leistest fantastische Arbeit, Kumpel. Sei lieber etwas vorsichtiger, schließlich wirst du mich bald ablösen. Freu dich doch über jemanden, der weiß, was er tut. Sehr lustig. Wow, wer hat den Notruf gewählt? Das ist Doc. Was bringt dich denn zu uns her, Doktor? Gerüchte, wir hätten frische Pflaster? Hört mal, Crawford schickt eine Meldung. Die KVA weiß vom Waffenlager. Sie greifen uns an. Was sagst du da? Wenn sie das Waffenlager angreifen, war's das. Alle Waffen, die ganze Ausrüstung. Warn deine Leute jetzt. Die Zeit reicht noch zur Flucht. Ohne die Waffen schon. Wir brauchen sie für den Aufstand. Sonst müssen wir die Norks mit Löffeln bekämpfen. Nein, nein, nein. Wir müssen zuerst alles rausholen. Ein neues Versteck dafür finden. Drehen wir den Spieß um. Ein Überraschungsangriff. Ja. Eine Evakuierung braucht sowieso etwas Zeit. Wir müssen sie hinhalten. Zeit für einen Hinterhalt. Wenigstens haben wir genug Sprengstoff vor Ort. Es
wird sogar noch Nordfetzen regnen drüben in Pyongyang. Magst du Feuerwerk, Ethan? Du findest das lustig? Du reißt Witze übers Töten, als wäre es nichts. Hey Doc, das letzte Mal, als ich moralisch überlegen war, hatte ich ein Gewehr mit. Und wo verstecken wir die Waffen, hm? Der Ort muss sicher sein und mehrere Orte werden besser, damit... Hey Doc, wir müssen deine Kliniken benutzen. Du bist krank. Perfekt. Wenn die Revolution beginnt, ist alles genau da, wo es sein muss. Nein! Wenn die Norks sie finden, richten sie jeden hin. Verschon bloß meine Leute. Das ist nicht ideal, Doc, aber wir sind im scheiß Krieg, Mann. Ich musste 4 Jahre betteln, borgen und stehlen, um die Kliniken aufzubauen. Sie so zu nennen, ist schon ein Witz. Aber wir haben sie. Sie gehören allen. Wir passen auf, Sam. Aber wir haben keine Wahl. Zur Hölle mit dir. Scheiße. Seine Leute. So süß. Okay. Du musst zum Waffenlager und helfen, den Hinterhalt vorzubereiten. Dana und ich werden so viele Kämpfer wie möglich zusammentrommeln und nachkommen. Heb ein bisschen Spaß für uns auf, Ethan. So. Du musst sie aufhalten, bis wir mit der Verstärkung eintreffen. Wir müssen diese Waffen sichern, verstehst du? Enttäusch mich nicht. Hey Dana, na los. Nope, werde ich sicherlich nicht. Ich rede mit meinem Team. Wir sehen uns dort. Ja, Stunde 0 ist die neue Mission. Macht euch sofort auf den Weg zum Waffenlager. Okay. Wir müssen alle schleunigst zu Ned. Ja, los, 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 los. Wenn wir das Waffenlager verlieren, dann hat der Widerstand ein größeres Problem. Da hast du vollkommen recht. Das heißt, wir sollten uns mal ein bisschen beeilen. Du bist bei mir? Du wirst was Größeres brauchen, Freundchen. Ned und seine Leute Raketentreffer, der hat's echt drauf. Neuen Waffenslot freigeschaltet. Warte mal, kann ich jetzt hier, ist hier noch irgendwo, okay. Habe ich den schon bei mir? Nee, ne? War klar. Du bist wütend? Hallo? Woher wusste die KVA, wo sie uns treffen können? Oh Gott, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt kommt richtig Action. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also jetzt wird's, glaube ich, jetzt wird's richtig böse, weil wir jetzt schon einen Raketenwerfer kriegen. Ich glaube, dass wir jetzt auch ein wenig Spaß haben werden mit Fahrzeugen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Das wird bestimmt richtig lustig. Wir sollen Parrish natürlich nicht enttäuschen. Ich denke mir mal, dass wir das hinkriegen. Ich denke mir mal, das ist machbar. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr natürlich auch. So, wir haben auf jeden Fall einen neuen Waffenslot. Das heißt, wir können jetzt insgesamt 3 Waffen tragen. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal den Raketenwerfer erstmal mitnehmen. Wo wir den schon aufgenommen haben. Oder muss ich vielleicht 3 gedrückt halten? Steckt da die Waffe ja weg? Muss ich mal gucken gleich. Das ist ja... Schauen wir mal. So, die anderen sind schon vorgelaufen anscheinend. Ihre Stützpunkte auszuschalten. Warte mal. Ausrüstung. Hier Raketenwerfer. Alter, geil. So, also haben wir den doch. Okay, Upgrade kostet 2500, Alter. Gesundheit ist Maximum. Wertsachen verkaufen wir erstmal. Wie wähle ich denn den Raketenwerfer aus? Ned, ich schicke dir Brady und alle anderen verfügbaren Männer. Dana und ich versammeln unsere Teams und kommen so schnell wir können. Haltet wie wähle ich denn... Wir brauchen diese Waffen. Achso, oh, Alter, oh Gott. Um Gottes Willen. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Auf geht's! Wenn ich nicht da draußen kämpfe. Warum steht hier ein Motorrad? Ich nehme das mal. Juhu. Wir sind wieder im ersten Gebiet. Also doch kein neues Gebiet. Ich glaube, ich habe mich... Ich glaube, ich habe mich verfahren. Yeah! Geronimo! Jetzt bin ich sehr gespannt. Scheiße, fuck. Na, hallo? Spiel speichert.
natürlich am günstigsten Punkt überhaupt. Ich steige mal ab. Ich glaube, dass wir Motorrad fahren. Das lasse ich mal. Ich bin nicht so ein guter Motorradfahrer. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, warte mal. Wo ist denn? Da war doch gerade ein Fahrzeug. Ach, da. Yeah. Moment. Scheiße, ich sehe. Mist, ich. Ich treffe aber gar nicht. Ich bin so schlecht. So, jetzt aber. Der ist auch weg. Das gibt's doch gar nicht. Hier war auch gerade noch. So. Komm ein bisschen vor. Wir können sie nicht aufhalten. Wir müssen zurückfallen. Wir beladen die Trucks immer noch mit den Waffen. Wir müssen einen Weg finden, um sie länger aufzuhalten. Scheiße. In Ordnung, Ned. Aber ihr müsst von dort verschwinden. Brady, zum Glück. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen die Nogs aufhalten, bis Ned die Waffen auf die Trucks geladen hat. Komm okay. Schon mal. Der erste Truck ist weg. Gute Arbeit. Weiter so. Wir müssen Ned mehr Zeit machen. Zwei weitere Trucks fahren gerade hinaus. Gleich okay. Haben wir es geschafft. Okay, okay, okay. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Die meisten sind doch schon weg. Wir sind hier draußen am Arsch. Seid ihr bereit? Ein Mann macht einen guten Schritt. Es braucht eine Armee. Ah, da. Hallo? Hör auf zu. Hallo? Ihr habt da draußen euer Bestes gegeben, Leute. Sollte mich mal heilen. Zu mir zurück. Wir kämpfen von hier aus weiter. Okay, wir sollen uns zurückziehen. Das machen wir mal. Brady, komm schon. Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVA hier hereinstürmt. Okay. Ned, hier spricht Parrish. Die Nords schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Nicht durch. Zurück. Die KVA stürmt unsere Position. Wir go, können go, go, sie nicht go. Lange aufhalten. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir müssen sie aufhalten, okay. Okay, wir müssen so ein bisschen hier verteidigen. Alter, ich bin schon wieder tot. Nein! Das gibt's doch nicht. Alter, was? Boah, das geht aber so schnell. Boah, man muss echt aufpassen, das ist... Puh. Man geht so schnell down. Wahnsinn, was für Trefferquoten die aber auch haben, ne? Das ist schon echt faszinierend, muss ich sagen. Also. Ja gut, aber mein Gott. Ich hoffe, der lädt jetzt bei dem Checkpoint, wo wir schon die erste Verteidigung schon hinter uns gebracht haben. Es wäre ein bisschen, ja, nicht förderlich, wenn wir, aber ich denke mal schon, weil der Checkpoint, ich vermute mal, dass der Checkpoint bei den Trucks ist. Wäre ein bisschen dämlich jetzt, wenn wir wieder von vorne anfangen müssten. Gucken wir mal, wo uns das Spiel dann jetzt hinsetzt. Ich lasse mich da sehr überraschen. So, wo sind wir jetzt? Schwarzen Bildschirm. Ihr habt da draußen euer Bestes gegeben. Aha. Zieht euch zu mir zurück. Sehr schön. Wir kämpfen von hier aus weiter. Brady, komm schon. Ja, lauf, 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 lauf. Hier spricht Parrish. Die Nord schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Die KVA stürmt unsere Position. Go, 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 go. Die Gegner. Nicht durch. Überall sind Luftschiffe. Wir müssen uns zurückziehen. Scheiße. Verdammt, Jack. Okay, wir schaffen die Waffen aus oder sterben bei dem Versuch. Noch ein Truck. Kommt ein Großteil der schweren Geschütze in Sicherheit bringen. Kämpft weiter. Und zum Teufel ist unsere Unterstützung. Und zum Teufel ist Parrish.
keine Chance. Wir verdammt. Verdammt nochmal verschwinden. Alter, was? Oh Gott. Nein, bin gleich tot. Bin gleich schon wieder tot. Alter, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, Alter, lass mich. Nein, nein, bin gleich wieder tot. Nein. Alter, wie schwierig das ist. Das gibt's gar nicht. Vielleicht sollte ich doch vorne in der Deckung bleiben. Weiter hinten in der Deckung bleiben und nicht vorne, direkt mitten im Gefecht. Alter, die überrennen uns ja. Das ist ja so mies. Oh, und das mit den Fässern ist auch verdammt schwierig, weil man weiß ja nicht, wo die da stehen bleiben. Boah, ist das schwierig. Alter.